Ey, ich gehe so auf keinen Fall auf die Bühne. Mann, komm, Vincent, du siehst in Ordnung aus. Kein Schwein wird lachen. Keiner wird lachen? Okay, ich aber du gehst als erstes, ja? Hier ist nicht alles passiert, unsere alte Schule. Vor 20 Jahren, ja, von mehr als 20 Jahren. Hier haben wir uns kennengelernt, hier haben wir unser allererstes Konzert gespielt in der Aula. Weißt du, wie aufgeregt ich war? Es klang, als hätten wir niemals geprobt vorher. Haben wir aber in unserem alten Proberaum hier, Rockhaus Spandau hier. Da müssten wir nochmal hin. Ja, wir müssen mal gucken, ob es das überhaupt noch gibt. Vielleicht haben die das eingestampft. Vielleicht ist da jetzt auch ein Krater im Boden einfach nur. Ja. Also hier waren wir auf jeden Fall, ich würde sagen, mindestens 15 Jahre nicht mehr. Ich hätte es fast nicht wiedererkannt, muss ich sagen. Es sieht auch aus wie irgendwo hier. Damals haben wir ja irgendwie ein-, zweimal die Woche geprobt und wir hatten gar keine Auftritte. Wie es hier aussieht, Alter. Hier. Guck mal. Hier? Da sieht man die Regenrinne, die ist schwarz unten und grau. Da ist sie. Das war genau hier. Theoretisch lehne ich natürlich hier so drauf, so, aber das... Hey, Dicker, wir sind ja hier eigentlich zu dem alten Proberaum gegangen, um uns irgendwie bewusster zu werden, wie verrückt das alles ist, diesen Schritt zu machen in die Wuhlheide jetzt nach 20 Jahren. Und um ehrlich zu sein, ich kann es nur noch weniger begreifen. Na, hier können wir jetzt nicht mehr proben. Nee, hier können wir nicht mehr proben, aber wir proben halt da, wo wir immer proben, oder? Dicker, ich rede über diese krasse Show in der Wuhlheide, die ultimative Show. Das setzt auch die ultimative Probe voraus. Ja, du meinst jetzt, dass man zwei-, dreimal die Songs hintereinander spielt, oder was? Ich meine die ultimative Probe. Du musst doch nicht nur die Songs üben, du musst alles üben. Wir müssen auf alles vorbereiten. Du kannst ja nicht mal gerade stehen, richtig. Ja, genau. Und jetzt so? Da fängt es erst an. Und weißt du, was da schief gehen kann, alles? Alles. Ja, alles kann schief gehen. Hier könnte jeder krank werden. Ja. Die ganze Crew, jeder könnte sich einen Finger brechen, theoretisch. Ja, die ganze Crew. Wer baut die Scheiße auf, Alter? Digga, wenn der Fahrer sich den Finger bricht, wer fährt den Truck? Ich? Nichts passiert. Links! Vorne! Sieh! Mit den Cases? Mit den Cases ist alles okay. Am Truck? Wir waren nicht am Truck. Nein! Das hat sich nur so angehört. Au! Nein, weiter rechts! Digga, wir brauchen gar keinen! Wir brauchen gar keine Crew! Wir machen die Scheiße alleine, Digga! Was machst du? Digga! Geil, Dicker, die Leute werden es so abfeiern, die Wuhlheide, ey. Dicker, die Scheiße feier ich noch nicht mal ab. Bist du darauf überhaupt vorbereitet, dass die Leute es vielleicht nicht feiern, was du da auf deiner Scheißgitarre spielst? Nee. Wenn da Fans von anderen Bands kommen. Meinst du, die kommen? Alter, da fliegen Becher, da fliegen Stühle. Du musst cool bleiben, Alter. Hast du das jemals geübt? Nein. Ja? Die kommen bestimmt raus, wenn die buhen. Ja, genau. Und das müssen wir auch üben, Alter. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Jetzt. Setz den Helm auf. Was? Zieh Schutzkleidung an. Wir müssen auch das proben. Was meinst denn du? Ich kann nicht festmachen. Nein. Au! Mann, au! Spann den Bauch an. Au! Was ist das Wichtigste an dir auf deiner Bühne? Meine Stimme. Nein, deine Augen. Egal was passiert, du spielst. Eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben. Und egal was ich mache, du ziehst durch. Mhm. Du musst durchziehen. Aber du machst nichts. Ich mache nichts. Scheiße! 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 Reißt mir mein Herz raus! Eigentlich
mehr witzig jetzt. Konzentrier dich, du musst durchziehen. Gibt das Leben dir Bananen, musst du Songs spielen. Hast du davon noch nie was gehört? Digga, können wir das lassen? Aufhören jetzt bitte? Komm, Alter. Du werden wir es niemals schaffen. Wir machen so lange weiter, bis du durch den Song durchgekommen bist. Dicker, ja? Denkst du, es werden nur Plastikbecher fliegen? Hand, wenn die Security versagt und die Leute bringen Glasflaschen mit rein, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Eigentlich wollte ich nur... Au! Ey, Dicker, du bist doch völlig bekloppt. Weißt du, wie gefährlich die ganze Scheiße ist? Hilf dich mal. Ah! Du gehst als erstes, ja? Ja, Captain, ich geh vor. Okay. Wir sind die bekannteste, unbekannte Band.